Hallo Leute und willkommen zu einem kurzen Update-Video. Apple hat neue Updates rausgebracht und zwar einmal für iOS 12, iOS 12.4.2 für alle Geräte, die kein iOS 13 hier bekommen haben. Und das ist ein wichtiges Sicherheitsupdate, Freunde. Das sollte man sich auf jeden Fall installieren. Auch für iOS 13 gab es das Update. Dazu kommen wir gleich. Erstmal hier zu iOS 12.4.2. Dort wird eine Sicherheitslücke behoben, die eine Lücke schließt, die von Googles Projekt Zero entdeckt wurde, und zwar die CVE 2019-8641, über die ein Angreifer Apps abstürzen lassen und willkürlichen Code ausführen könnte. Also auf jeden Fall ein wichtiges Sicherheitsupdate, Freunde. iOS 12.4.2 für alle Geräte, die kein iOS 13 unterstützen. Am besten direkt installieren, es sei denn, ihr habt schon einen Jailbreak drauf und wollt den behalten. Aber kommen wir jetzt mal hier zu iOS 13.1.1. Apple schießt ja hier sehr schnell die Updates hinterher bei iOS 13. Schon eine Woche nach Release 13.1, jetzt schon 13.1.1. Auch das hier ist ein wichtiges Sicherheitsupdate. Und wir schauen jetzt mal hier in die Release Notes, was denn genau drinsteckt. Und zwar wird ein Problem behoben, bei dem die Wiederherstellung aus dem iPhone Backup nicht möglich ist. Also schon mal eine blöde Sache. Behebt ein Problem, bei dem die Batterie möglicherweise schneller entladen wird. Und das konzentriert sich wohl hauptsächlich auf die älteren Geräte wie iPhone 7, iPhone 8, denn meine Freundin hat jetzt hier mit ihrem iPhone 7 unter iOS 13 ein echtes Problem. Die Batterie, der Akku, der geht ziemlich schnell leer, das Gerät wird auch unheimlich schnell warm, selbst dort, wo gar nicht viel gemacht wird. Und ich hoffe mal, das Problem wird dann hier jetzt von Apple behoben. Auf dem iPhone 10 habe ich diese Akkuproblematiken zum Glück bisher nicht gehabt. Dann wird ein Problem mit Siri behoben auf den neuen iPhone-Geräten 11, 11 Pro und 11 Pro Max, wobei das nicht immer richtig erkannt wurde. Dann wird ein Problem mit den Safari-Suchvorschlägen nochmal behoben. Und es wird ein Problem behoben, bei dem Erinnerungen langsam synchronisiert werden über die iCloud. Aber noch das Mitwichtigste steht hier ganz unten, behebt ein Sicherheitsproblem mit Tastatur-Apps von Drittanbietern. Ihr wisst ja, wenn ihr irgendeine Tastatur nochmal habt oder eine andere Tastatur-App installiert habt. Ich benutze hier zum Beispiel schon seit ewigen Zeiten sehr, sehr gerne SwiftKey. Dann werden natürlich die Eingaben meistens, wenn man hier so Autovervollständigung haben möchte, an diese Hersteller geschickt. Und da ist es natürlich schon sehr wichtig, dass hier auch alles ja möglichst sicher vonstatten geht, denn sonst kann ja irgendjemand all eure Texteingaben hier abfangen. Von daher ein sehr wichtiger Punkt hier, dieses Sicherheitsproblem mit den Drittanbieter-Tastaturen, dass das behoben wurde. Das Update ist auch nicht besonders groß. Es war gerade mal 114,9 MB groß hier auf meinem iPhone 10. Ich habe es jetzt schon gemacht und installiert und ja, soweit konnte ich noch gar keine weiteren Problemchen hier feststellen. Da seht ihr es, iOS 13.1. Also ein sicherheitsrelevantes Update, Freunde. Zieht es euch direkt runter. Es wurde jetzt vor ganz kurzer Zeit veröffentlicht und sollte eigentlich für jeden hier obligatorisch sein. Und das soll es dann auch schon gewesen sein, Freunde. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Zwei wichtige Sicherheitsupdates für die iPhones mit iOS 13 und mit iOS 12. Also installieren und sicher unterwegs sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir, AppleCat. Macht's gut!